Nachdem die Animagic in den vergangenen Jahren pausieren musste, ist sie nun endlich zurück. Nach dem Motto United Again sind dieses Jahr wieder viele schöne verkleidete Menschen, Otakus und natürlich Stars aus nah und fern angereist, um sich im bunten Mannheim zu versammeln. Auch ich war wieder von Ort und berichte euch mal von meinen diesjährigen Erlebnissen. Vorweg muss ich sagen, dass es nicht erlaubt ist, gefilmtes Material zu zeigen, weshalb ich nur offizielle Bilder der Veranstalter zeige, beziehungsweise vor der Messe. Vorweg muss ich sagen, dass ich meine Deluxe-Tickets bereits 2019 für 2020 erworben habe und dieses Jahr nun endlich einlösen konnte. Die Preise sind für alle Neukunden aber deutlich teurer geworden. Die Location ist immer noch super. In kurzer Entfernung vom Mannheimer Bahnhof, direkt neben dem Wasserturm und einer kleinen Parkanlage, wo sich im Laufe des Tages hunderte von Menschen angesammelt haben und das bis spät in die Nacht. Anstatt, dass wir die einzelnen Tage durchgehen, schauen wir uns einfach die Punkte gesammelt an. Natürlich beginnen wir erst mit dem kräftezehrendsten, dem Einlass. Dieser war, wie jedes Jahr, leider furchtbar. Ich werde mal vielleicht irgendwann ein Video zu machen, wie man das eigentlich verbessern könnte, deswegen einfach nur mal kurz. Vor dem Hauptplatz sammeln sich insgesamt 4 Schlangen an, 2 für die beiden Eingänge, eine für die Bändchenausgabe und eine für die Tageskasse. Generell könnt ihr die Tageskasse abhaken, wenn ihr nicht mindestens 2 Stunden davor da seid. Sonntag standen schon um 8 Uhr ca. 300 Menschen da. Und ich habe nicht mal das Ende der Schlange gesehen. Das Problem ist wie eh und je, dass es keine Organisation der Schlangen gibt. Während man Freitag schon eine Stunde für die Bändchenausgabe anstatt, kam danach erst der richtige Spaß, und zwar die Eingangsschlangen. Ich stand jeden Tag mindestens 2 Stunden vor dem Einlass da und es lief trotzdem nicht gut. Diese gingen zickzack durch den Hof. Während freitags irgendwie noch versucht wurde, diese zu ordnen, wurde das restliche Wochenende eigentlich gar nichts getan. Dies führte dazu, dass niemand wusste, wo eine Schlange anfängt und aufhört. Ich stand dieses Jahr erstmals an beiden Eingängen an. Links hat es deutlich besser funktioniert, da dort auch mehr Platz ist. Rechts war es aber mal wieder grausam. Mal abgesehen davon, dass freitags die Schlange sich irgendwie in sich selbst verschlungen hatte, in eine Spirale endete und die Leute dachten, dass sie in der Mitte wären, doch in Wahrheit waren sie am Ende und ihnen das einfach nicht klar war, gab es auch keine große Hilfe vom Messeteam. Freitags waren immer einige Wegweiser da und jemand mit einem Schild für das Ende der Schlange. Sonntag stand jemand auf einer erhöhten Position und hat Anweisungen verteilt. Aber Samstag gab es gar keine Unterstützung. Und auch die großen Banner wurden erst 30 Minuten vor Einlass aufgestellt. Dazu gab es auch wieder die schlimmste Art von Menschen, Drängler. Personen, die 10 Minuten vor Eröffnung erscheinen und meinen, sie stellen sich einfach mal dazu. Links waren es einige wenige, rechts Dutzende. Wäre bitte niemals so, dass solche Menschen den Personen, die sich an die Regeln halten, so die Laune durch ihre Faulheit verderben. Ich wünsche denen allen, dass wenn sie ihre Animes schauen auf Netflix, ihr Internet abbricht. Highlight war für mich, dass sie Samstag einfach die Drängler zu den normalen anstehenden Menschen geschoben haben und dann diese vor uns standen. Toll! Als die Schlange sich dann aber irgendwann mal bewegt hat, gab es eine Reihe für Männer und Frauen, was irgendwie doof ist, da erst am Sonntag es offizielle Schilder gab und alle, egal welches Geschlecht, bei den Männern angestanden haben und die Frauenschlange immer leer war. Das Wetter war diesmal auch in Ordnung. Während es 2019 noch an die 37 Grad freitags hatte, waren es nur so um die 30. Es hat kurzzeitig getröpfelt, aber wurde dann auch wieder heiß. Auch wieder lustig. Beim Einlass hieß es dann, dass man keine Schirme mit reinnehmen darf, was aber nirgendwo stand. Ich selber hatte einen kurzen Schirm dabei und während ich schon gesehen habe, dass viele Leute ihn einfach weggeschmissen haben, kam dann zum Glück eine Dame, die gesagt hat, ja, die Kürzen dürft ihr behalten. Da hatte ich Glück. Aber wohl so steht sowas nirgends. Auch Trinkflaschen waren wieder nur auf eine pro Person mit maximal 0,5 begrenzt. Immer noch sehr grenzwertig im heißen Sommer. Aber nun genug mit den Beschwerden und jetzt geht es los mit den Ständen. Wieder waren alle großen deutschen Anime-Publisher vertreten. Crunchyroll, zu denen ja inzwischen auch Kase gehört, haben mehr oder weniger so die komplette rechte Halle gefüllt. Es gab dort eine kleine Aktion, wo man One Piece Postkarten sammeln konnte. Dazu ein Glücksrad, wo ich ein Demon Slayer Poster gewonnen habe, während alle anderen nur Süßigkeiten erbeuteten. Farbenfroh waren auch die Stände zu One Piece Red, wo es einen gratis Fächer gab, den jeder hatte. Anime ohne Fächer geht nicht. Sie haben auch ein limitiertes Merch-Bundle zum Film beworben, was aber so schnell weg war, dass ich es nicht bekommen habe. Und am Samstag wurde 2 Personen vor mir das letzte ausgeteilt. Naja, Pech gehabt. Da haben sich dann lustigerweise massig an Menschen angestellt, wo ich erst gar nicht wusste, für was sie anstellen, bis ich gemerkt habe, dass die echt für dieses Merch-Bundle anstehen, weil so immer im Laufe des Tages noch welche gekommen sind. KSM, Leoni, Ultraverse, Animoon und Panini hatten auch einiges aufgebaut. Ich persönlich kaufe auf Messen eher weniger Blu-rays, da ich Neuerscheinungen meist vorbestelle. Doch macht einfach Spaß, mit Leuten vom Fach zu reden.
Da hier die Hauptshops alle versammelt sind, wurde es auch sehr schnell voll und ab 12 Uhr ging es nur schleppend voran. Peppermint hatte mittig wieder einiges aufgebaut. Natürlich haben wir den bekannten Shop mit allerhand Merch und Blu-Rays. Als alter Fan habe ich dort zugeschlagen und auch wenn meine Fate Camelot Collector's Edition aufgrund eines Fehlers nicht mitgekommen ist, konnte ich ein Heaven's Feel T-Shirt und zwei CDs abgreifen, wo wir später nochmal darauf zurückkommen werden. Daneben gab es eine Action Zone, wo man einige Geschicklichkeitsspiele bewältigen musste. Natürlich habe ich kläglich versagt. Was habt ihr anders erwartet? Damn you, heißer Draht! Aber trotzdem, einen netten Tanjiro-Magneten habe ich erhalten. Bei Peppermint hat man immer lange Schlangen, die zwar auch durch Absperrung besser organisiert sind, aber trotzdem sehr unübersichtlich werden können. Um in den Merch-Stop und in die Action-Zone direkt nach Einlass zu kommen, musste ich eine Stunde warten und das wurde im Laufe des Tages nur schlimmer. Zwar war vorne immer ein Aufpasser, aber erst am letzten Tag haben sie es super organisiert und jemanden, der für Ordnung sorgt. Links waren dann die Merch-Läden mit Shops wie Figuya oder Manga Mafia, wo ich leider wenig Zeit hatte rumzustöbern. Im obersten Stock hatte Bandai Namco auch eine kleine Fläche, wo man unter anderem Digimon Survive und das bald erscheinende One Piece Odyssey anspielen konnte. Und auch wenn ich es nach Release wahrscheinlich bereuen werde, das gesagt zu haben, Odyssey sieht gar nicht mal so schlecht aus. Zur Verpflegung kann ich leider nicht viel sagen. Während alle ins Make-Café gestürmt sind, wo auch eine ewig lange Schlange anstand, habe ich gefastet. Nicht freiwillig. Mir ist nur aufgefallen, dass oben die Food-Theke nicht mehr organisiert war. Dafür aber einige kleine Stände mit Onigiri oder Mannheimer Kebab. Im Erdgeschoss gab es dann einen Stand mit Instant-Ramen. Wok! Wok! Diese konnte man kostenlos mitnehmen. Und da vor jedem Event in den Seelen eine Werbung davon gesehen hat, gehört es definitiv Wok! Wok! Zu den absoluten Highlights der Messe. Besonders da diese in der Deluxe-Tüte drin waren und da ich freitags sonst nichts gegessen habe den ganzen Tag, ganz entspannt um 12 Uhr in der Nacht meine Ramen-Nudeln essen konnte. Nächster Punkt sind dann die gezeigten Filme und Serien. Man kann theoretisch ein ganzes Wochenende sich von Saal zu Saal fortbewegen und Neuproduktionen genießen. Am ersten Tag habe ich es etwas verspätet zum Camelot-Film geschafft, der hier eine Deutschland-Premiere gefeiert hat. Er wurde in einem kleinen Saal gezeigt, der auch höchstens zu zwei Drittel ausgelastet war. Aber es freute mich zu sehen, wie viele bei Nidocris geschmunzelt haben, da sie sie kannten. FGO Gacha Gang, assemble! Ich bin mit null Erwartungen reingegangen, da die Vorschusslorbeeren nicht die besten waren. Aber er hat mich ganz gut unterhalten. Wenn man von den Standbildern und dem Fakt, dass der Film da endet, wo die Geschichte erst richtig in Fahrt kommt, absieht, hat man hier ein kurzes, aber gutes Programm. Besonders der Mordred BDW-Fight sowie die Szene mit Arash war echt gut. Weiter ging es nach der Eröffnungsfeier mit dem dritten My Hero Academia Film. Im Gegensatz zu dem ersten, der ich so sehr mittelmäßig fand, war dies eigentlich ganz gut. Der Saal war hier auch rappelvoll bis zum letzten und ich saß ganz hinten. Aber war trotzdem nett. Technisch gab es auch einige Probleme, da der Film insgesamt zweimal gestartet werden musste. Erst ohne Ton und dann ist er abgebrochen. Ein Zuschauer hat auch das bekannte "Es war immer vor langer, langer Zeit" aus Star Wars reingerufen und das ist fast 1:1 der erste Satz, was zu einer sehr guten Anfangsstimmung geführt hat. Samstag haben sie dann auch in dem riesigen Mozart-Saal auch Jujutsu Kaisen gezeigt. Während ich die Serie nur okay fand, muss ich sagen, dass der Film super war. Mehr Gojo ist immer gut. Negativ ist nur an dem Saal, dass auf den Tribünen es schräg nach unten geht. Wenn man aber unten sitzt und jemand Größeres vor dir Platz nimmt, hat man Pech. Davor kam übrigens die Überraschung, dass der Europachef von Toa Anime erschien, der ein exklusives Interview mit dem Regisseur und seinem Team von One Piece Red zeigte. Sehr nett und das macht mich richtig heiß auf den Release im Oktober. Schließlich konnte ich noch die erste Episode Blue Lock ansehen. Erst war ich der Meinung, dass es sich um einen typischen Sportanime handelt. Doch irgendwann wird es von einem Fußball, wir müssen zusammenhalten, dann können wir alles schaffen, Klischee zu dankbaren Romper aus der Hölle. Kommt auf jeden Fall auf meine To-Do-Liste. Das Programm war wieder toll mit einigen Premieren und Klassikern. Auch ist es immer schön für alle, die Demon Slayer oder Weathering with You noch nicht auf der großen Leinwand gesehen haben, denn diese können es hier nachholen. Auch dieses Jahr gab es wieder Stars, die aus nah und dem fernen Japan angereist sind. Wir handeln das jetzt mal der Reihe nach ab, beginnend mit den Events. Es gibt Programmpunkte, wo einfach jeder hin will. Die Öffnungs- und Abschlussfeier gehören auf jeden Fall dazu. Diese waren auch wieder fantastisch. Der Animania-Mitarbeiter Yuta moderierte diese wie eh und je in seinem kecken Outfit. Und diese war super. Auf der einen Seite sieht man alle Gäste, die Animania-Awards werden verteilt und es herrscht immer gute Stimmung, dank dem sympathischen Moderator. Neben dem bekannten Kugelschreiber gab es auch Wer wird Anime-Millionär mit tollen Fragen und das an Marvel erinnernde Intro überzeugt ebenfalls.
Das ist auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsprogrammpunkte gewesen. Daneben gab es schon wie in den vergangenen Jahren zuvor ein Violet Evergarden Panel mit Yoshikawa, Violet Sprecherin und Shishitate, dem Regisseur, moderiert von Nun Notaku. Nun auch im größeren Museumssaal. Da es vielleicht das letzte Panel gewesen war mit dieser Konzeption, war es doppelt schön. Bei dem Q&A war ich nur ein wenig enttäuscht, dass es sehr kurz war. Dazu wird wie bis dato immer Stein, Schere, Papier gespielt, wo man exklusive Artworks gewinnen kann. So sind diese super schön und ich gratuliere jedem, der eins gewinnt, außer den einen Typen, die gewonnen haben und es irgendwie nicht zur Tribüne geschafft haben. RIP an euch. Aber es frisst immer sehr viel Zeit vom Programm. Wenn das Event länger gewesen wäre, würde es mich nicht so sehr stören. Dafür wurde man dann noch mit einer großartigen Gesangsperformance beglückt, wo das Violet Evergarden Intro gesungen wurde. So, nun wird es aber wieder ein wenig unschön und zwar bei den Autogrammen. Neben tollen deutschen Gästen, wo der Andrang schon groß war, ging es bei den japanischen Gästen besonders ab. Da ich bei Violet selbst schon ein schönes Shikishi von 2018 besitze, ist mir dieser Spar geblieben. Doch es lief so ab, dass man in der Früh hinflitzen musste und dann Tickets vergeben wurden, wann man da sein musste. Ich sage es übrigens nur aus zweiter Hand, weil ich persönlich wie gesagt keins geholt habe. An sich ist das eine super Idee, aber man musste dazu noch ein Produkt erwerben. Das Blöde daran ist die Tatsache, dass die Fans bereits die Blu-ray-Boxen wahrscheinlich schon daheim haben und diese nun doppelt zu kaufen, ist irgendwie doof. Dazu war mir es nicht bekannt, wie das abläuft, was dazu führte, dass viele Fans zu den eigentlichen Terminen aufgetaucht sind und enttäuscht von dannen gezogen sind. Aber das richtige Massaker war bei den J-Pop-Stars, zu denen ich am Schluss des Videos komme. Mit LMYK, Riona, Asuka und Aimer, die ich leider immer wie den klassischen Eimer ausspreche, waren hier einige Top-Leute vertreten. Laut Programm musste man für Asuka und LMYK kein Merch kaufen, um ein Autogramm zu bekommen. Dies war jedoch falsch und ein Erwerb war zwingend notwendig, wie für alle Stars. Diese beiden waren persönlich anwesend und haben CDs und Merch unterschrieben, wenn Riona und Aimer nur vorunterschriebene Karten hatten. Doch das wahre Chaos begann damit. Der Gag an der Sache ist nur, dass man also zwingend etwas kaufen musste, um ein Autogramm zu bekommen, was bei Aimer und Riona nahezu unmöglich war. Denn bei Aimer waren freitags etwa ab 17 Uhr alle CDs fürs Wochenende ausverkauft und während es bei den anderen immer noch Fahnen oder Bändchen gab, hatte diese nichts weiteres. Das bedeutete also, ihr musstet für Aimer Freitag reinstürmen, sofort in den Peppermint Store laufen, etwas kaufen und dann am nächsten Tag mindestens eine Stunde zuvor da sein oder sonntags wieder direkt vor dem Einlass. Da diese abgezählt waren, hatte man auch keine Chance an mehr zu kommen. Dies war sehr schade, denn Sonntag wurde die Schlange weniger als 20 Minuten nach Einlass geschlossen. Ich habe eine Dame von KSM gesehen, die auch entsetzt geschaut hat und selbst ein Crewmitglied von Peppermint selbst hat keines bekommen. Ich bin sehr froh, dass ich es so gemacht habe, denn Aimer war mein Highlight der Messe. Manchmal muss man eben Glück haben. Bei LMYK und Asuka ging es deutlich besser, auch wenn Asuka am Freitag zu spät anfing, kamen viele inklusive mir dran. Ich habe zwar nur ein kleines Handtuch, was ich nie benutzen darf, da sonst das Autogramm weg ist für 32 Euro, aber das war es wert. Doch das Schlimmste war auf jeden Fall Riona. Während am Freitag, sofern man etwas gekauft hat, anstand, hat man ein Autogramm bekommen. Samstag stand ich gute 2 Stunden vor Beginn da und ging leer aus. Der Grund dahinter war, dass es nur 41 Autogramme waren. Denn am Ende haben sie weniger rausgeben dürfen als anfangs besprochen und Sakura hat sich geweigert, noch mehr auszugeben. Dazu waren die Schlangen Samstag so ein Chaos, denn keiner wusste, wo man anstand und die Schlangen wurden geteilt, was in den letzten Reihen nie einer mitbekommen hatte. Hier bin ich auch leer ausgegangen, wie gesagt, da ich nur die Nummer 47 war und dann bin ich schnell zur Aimer rübergehüpft, wo es dann besser geklappt hat. Das war alles ziemlich suboptimal, aber ich möchte klarstellen, dass ich finde, dass es deutlich schlimmer hätte kommen sollen. Mit dem Ansturm zumindest bei Aimer hätte man vielleicht rechnen können, aber dass so viele kommen, war nicht klar. Am Ende kam besonders auch Peppermint sehr wenig dafür, wenn ein vorgehandelter Vertrag ausgehandelt wurde und Sakura dann einfach fest dabei bleibt. Es ist eben ein bisschen chaotisch gelaufen, aber ganz ernsthaft, Autogramme zu bekommen war noch nie leicht. Ich habe den guten Basti von Peppermint einige Mal diskutieren können, wo ihn Leute wirklich angegiftet haben, was ich super grundlos fand. Keiner hat irgendein Anrecht auf ein Autogramm. Wenn man nach dem First-Surf-Prinzip geht, laufen alle wie Tiere durch die Gänge und fliegen auf die Nase und kampieren 2 Stunden, so wie ich. Bei SAO 2019 haben sie das Gacha-mäßig ausgelost. Man kann es nie allen recht machen. Trotzdem, finde ich, haben sie es gut gelöst. Am Sonntag haben sie die Schlangen frühzeitig geschlossen, dass keiner unnötig angestanden ist. Und jedem, der am Vortag anstand bei Rona, etwas geschenkt. Von Tassen, T-Shirts und Puzzeln. Tolle Geste, die sicher nicht jeder gemacht hätte. Ich meine, Leute, die haben einfach Tausende von Euro einfach verschenkt.
Und das nicht, weil das die Leute glücklich waren, einfach nur so als kleines Entschuldigungsding. Also mich hat es definitiv gefreut. Dass trotzdem so viele enttäuscht waren, ist vielleicht verständlich, aber rumzuwüten gegen Leute, die 3 Tage locker 12 Stunden auf einer Messe arbeiten, 3 bis 4 Stunden schlafen, um uns zu unterhalten, finde ich grenzwertig. Und da gab es leider den einen oder anderen. Schließlich kommen wir noch zu den Musik-Acts. Wie schon in den vergangenen Jahren zuvor, muss ich das Anime-Konzert vom Musikverein Siersheim hervorheben. Während ich mit den Ghibli-Songs nicht allzu viel anfangen kann, waren Medleys zu Weathering With You und One Piece vertreten, sowie die Openings zu Jujutsu Kaisen, My Hero Academia und Attack on Titan. Alles mit dem tollen Orchester. Abgerundet wurde es durch den sehr sympathischen Dirigenten und dem Digimon-Opening. Für mich ist es jedes Jahr ein Highlight und ich hoffe, wir sehen sie auch in den kommenden Jahren wieder. Ach ja, und bitte nächstes Jahr Songs aus SAO und Fairy Tail. Bevor wir mit den J-Pop-Künstlern anfangen, nochmal zum finalen Dilemma, und zwar die Sitzverteilung. Der Mozart-Saal ist groß, aber kann natürlich nicht alle Messebesucher beherbergen. Ich glaube, 5000 Leute passen da rein. Da aber jeder für die großen Events, also die Eröffnungsshow, das Anime-Konzert und die J-Pop-Stars dabei sein will, ist es schwer, dort einen Platz zu bekommen. Auch in den letzten Jahren war es so, dass wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber dieses Jahr war es so schlimm wie noch nie in meiner Animagic-Geschichte. Um am Sonntag in den ersten 5 Reihen zu sein, konnte man in der Früh sich um 8 Uhr anstellen, als einer der ersten reinstürmen und sich einen Platz suchen und diesen bis zum Ende nicht mehr verlassen. Was also bedeutet, man noch 8 Stunden in einem Saal. Normalerweise langt es vollkommen eine halbe Stunde davor da zu sein. Da saß man zwar weiter hinten, aber wenn man nicht zu 10 reingekommen ist, fand man immer einen halbwegs akzeptablen Platz. Dieses Jahr war es leider anders. Der absolute Killer war natürlich wieder Aimer. Da das Programm vollgestopft war mit tollen Punkten, bevor sie kam, war der Saal so voll, dass es ein Kampf war, 2 Stunden vor einem Konzert einen Platz zu ergattern. Und wie gesagt, Sonntag haben sie vor dem großen Sakura-Konzert nur noch Leute reingelassen, wenn sie freie Plätze gesehen haben. Das Konzert hat um 15 Uhr begonnen und nach dem Anime-Konzert um 13 Uhr sind nur noch wenige Personen rein oder rausgegangen. Neben der Tatsache, dass die Konzerte toll waren, sieht man hier immer noch, dass das Programm zwar super war, aber nicht annähernd mit denen aus dem Vorjahr mithalten kann, was aufgrund der Pandemielage verständlich ist. Das führt dazu, dass alle bei gewissen Punkten eben zusammenkommen, da es keine anderen adäquaten Punkte gibt. Bei der früheren Konze musste ich mich noch entscheiden, welcher großartige Programmpunkt wichtig ist. Hier war es eigentlich so, dass ich eine super wichtige Sache hatte und dafür kleinere Punkte sausen habe lassen müssen. Hier gab es viele frustrierte Menschen, denn nicht jeder kann oder will einen Tag nur an einem Ort verbringen, auch wenn das Programm super war. Was auch wieder sehr störte, waren die Platzbesetzer. Ist schon, wenn 2 Personen kommen und für 8 Leute Sitze belegen. Wenn jemand 5 Minuten die Halle verlässt, um aufs Klo zu gehen, geht das volles in Ordnung. Aber wenn man meint, dass man Essen holen muss und 20-30 Minuten weg ist, geht dies zu weit. Besonders wenn die Veranstaltungen schon beginnen. Genauso, wenn man erst kurz nach Beginn wieder reinkommt. Seht es ja immer so, dass manche Menschen alleine oder in kleinen Gruppen reisen und von weit weg kommen. Wenn man dann sein Highlight nicht sehen kann, während andere in zusammengewürfelten Gruppen rumlaufen. Denn am Ende der Anni kennt jeder eh jeden, geht dies einfach zu weit für mich. Ich selbst war sonntags alleine gesessen, da ich später in die Halle gekommen bin, als alle, mit denen ich gekommen bin. Und hey, dann ist es halt einfach so, sitze ich halt irgendwo anders. Dafür saß ich neben einer hübschen Asuka und Nezuko. Was will man mehr? Später dann neben einigen Franzosen und einem Norweger und habe ein wenig Übersetzer gespielt. Ich glaube, ich war kein guter. Aber hey, so ist es halt einfach. Einer der schönsten Punkte an der Magic ist immer die Tatsache, dass eben auch sehr viele sympathische Personen dabei sind, die auch gerne Einzelgänge aufnehmen, und beim Schlange stehen gibt es sowieso nichts Schöneres, als mit anderen Leuten über das Wichtigste im Leben, nämlich Animes, zu reden. Naja, außer dass die Schlange sich vielleicht mal vorbewegt. Sollte im nächsten Jahr wieder etwas in der Größenordnung stattfinden, dann muss man ein neues Konzept finden, über das wir heute aber nun nicht sprechen werden. Denn genug mit den Beschwerden, denn trotz aller Widrigkeiten waren die Musiker dieses Jahr wieder großartig. Ich hätte mir gerne ein Solo-Konzert von LMYK angeschaut, doch leider habe ich den Sonntag geopfert. Aber immerhin habe ich sie bei der Öffnungsfeier sehen können. Die Dame hat übrigens Wurzeln in der Nähe von Mannheim und studiert aktuell Deutsch, was sie gleich noch sympathischer macht. Asuka war einfach großartig, mit ihren Stücken unter anderem zu El Melior oder Sword Art Online, was die Fans ausrasten hat lassen. Dazu ist das Lustigste an ihr, dass ihr Highlight in Deutschland Kartoffeln waren. Ja, Kartoffeln, liebe Leute, why not? Wenn ihr auf ihren Twitter-Account schaut, ihr seht wirklich nichts anderes, als dass sie davor, danach war und Kartoffeln gekauft hat und Supermarkt war und auch Kartoffeln gekauft hat. Leute, sie liebt Kartoffeln, uns deutsche Kartoffeln liebt sie, und das macht sie auch sympathisch, finde ich.
So, aber es hat danach nicht nachgelassen. Riona hat dann auch die letzten von ihren Stühlen aufstehen lassen. Die Dame war einfach so mega süß. Sie hat eine wirklich sehr zerbrechliche Stimme. Auch wenn sie dann singt und Songs wie das SAO-Opening schmettert, merkt man davon wenig. Alle Stars haben auch ein, zwei Sätze Deutsch gesprochen, was natürlich dem Publikum sehr gefallen hat. Nett war, wie sie bei der Öffnungsfeier die deutsche Worte vergessen hat und schnell Jute ihr einen kleinen Deutschkuss gegeben hat. Mit Forget Me Not hatten wir dann auch eins der emotionalen Stücke, aber besonders das SAO-Ending Nijino Katani. Oh Leute, das hat er richtig hier im Herzen wehgetan. Es war so schön, wie sie da gesungen hat, dieses Sitte, Sitte. Schaut es euch einfach an, irgendwo werdet ihr sie definitiv finden. Aber mein Highlight war definitiv, als sie am ersten Tag das Opening zum Tsukihime Remake gespielt hat. Wo ein Typ so laut gebrüllt hat und ich dachte mir, dich mag ich. Und last but not least kam dann auch noch Aimer und was für eine Show war das. Trotz der Tatsache, dass sie jeweils gerade mal 30 Minuten Samstag und Sonntag da war, hat sie dafür gesorgt, dass wir den Boden zum Beben gebracht haben. Angefangen mit dem fantastischen Brave Shine aus Fate Stay Night bis hin zu emotionalen Stücken wie Last Stardust war alles dabei. Für mich ein kleines persönliches Highlight war, dass sie am ersten Tag etwas aus Cabaneri gespielt hat. Doch am meisten ging die Post ab bei Thank You aus Demon Slayer. Denn dort hat sich jeder die Lunge ausgebrüllt und getanzt. Man merkt auch an ihrer Show, dass sie hier von der Bekanntheit in einer anderen Liga spielt wie die anderen aufgrund ihrer abgeklärten Performance. Einmal hat in keinster Weise enttäuscht und die Bude zum Rocken gebracht. Und auch wenn ich keinen Leuchtstab dabei hatte, ich werde mir nie so ein Ding kaufen, war ich gut dabei. Und das waren meine drei deutlich zu ausführlich erzählten Tage auf der Animagic 2022. Wie und je war es eine großartige Veranstaltung und es ist für mich die beste Messe, die wir in Deutschland haben. Trotz organisatorischer Probleme und ein ausgehungertes Messepublikum, welches unbedingt wieder sich austoben wollte, was zu extrem langen Schlangen führte, war es ein tolles Erlebnis. Meine persönlichen Highlights waren deutsche Kartoffeln, Wok, Wok und der Kugelschreiber. Und meine anderen Highlights waren Anime in Konzert, die Eröffnungsshow und die Musik-Ex ganz vorne natürlich Aimer und Riona. Ich hoffe, für das kommende Jahr arbeiten sie ein wenig an der Organisation und erweitern das Programm. Denn nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall wieder am Start und ich hoffe, ihr seid es genauso. Wenn ihr selbst auf der Animagic war, schreibt mir doch gerne, wie es war und ob ihr auch im Wok-Fieber seid. Liebe Leute, was waren denn eure Highlights oder was erwartet ihr von der Messe nächstes Jahr? Schreibt es doch gerne, wie gesagt, in die Kommentare. Ich war's, euer Simafix und bis zum nächsten Video. Haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen, ciao.